Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute soll es um dieses Schiff gehen, was hier im Wasser liegt. Ich glaube, das ist ein Aalschocker. Ich bin mir aber nicht sicher. Wer es besser weiß, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Und mehr nach der Intro. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr mit dran geblieben, dass ihr dran geblieben seid nach der Intro. Und mein Name ist Ingo Winkelmann. Ich bin Fotograf, Fototrainer und Coach hier in Rhein. Und da sind wir auch schon an der Location, wo ich heute bin. Ich bin hier am Rhein. Und zwar auf einer Kribbe, die ziehen sich so in den Rhein rein, um die Strömung ein bisschen wegzunehmen. Ich stehe hier ganz am Ende von der Kribbe. Und werde also heute hier ein paar Fotos machen. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid und ich möchte euch natürlich begrüßen. Meine neuen Zuseher, meine älteren Zuseher, die schon etwas länger dabei sind. Alle natürlich, logischerweise. Und wie ich gerade schon gesagt habe, heute soll es um dieses tolle Schiff gehen, was hinter mir liegt. Ich glaube, das ist ein Aalschocker. Ich bin mir nicht sicher, wie ich auch gerade schon gesagt habe. Schreibt es unten in die Kommentare einfach rein, wenn ihr eine Idee habt, was das genau ist. Und dieses Schiff möchte ich heute fotografieren. Wie ich gerade schon gesagt habe, auf der Kribbe zieht sich also so ein Steinhaufen, Wackersteine hier in den Rhein rein. Und es liegen hier überall so Ketten, wie auch hier vorne. Da liegt auch eine Kette und an diesen Ketten sind Boote festgemacht. Diese Kette möchte ich nutzen als Vordergrund, dass ich die Kette als führende Linie für dieses Schiff im Hintergrund haben kann. Die Sonne geht also gerade auf hier hinten. Im Moment ist es, glaube ich, ein ganz herrliches Licht. Ich hoffe, es wird nicht noch extremer, weil dann ist es schon wieder vorbei mit dem schönen Licht. Aber gut, das ist einfach so. Ich werde mal gucken, was ich heute raushole. Meine Kamera werde ich hier vorne aufbauen. Mit einem extrem Weitwinkel werde ich arbeiten, ein 14 mm. Das ist von Samyang. An meiner D850 und dann werde ich noch was machen mit einem 2470 von Nikon in verschiedenen Brennweiten, vielleicht ein bisschen was mit Polfilter, mit ND-Filter. Ich muss mal gucken, was ich alles genau mache. Ich baue jetzt aber erstmal auf und dann könnt ihr gleich gucken, wie meine Einstellungen sind und wie ich die Kamera hier stehen habe. Ja, meine Kamera habe ich jetzt ausgerichtet, steht hier vorne, wie ihr seht, halb im Rhein, macht aber nichts, das Stativ, das trocknet wieder, gibt durchaus Schlimmeres als das. Und ich werde jetzt erstmal einige Fotos machen mit dem 2470 bei Blende 8. Ich zeige euch auch gleich mal, wie das auf dem Display aussieht. Und ich habe die Kette also im Vordergrund. Wobei mir das noch nicht hundertprozentig gefällt, aber mal gucken, wir arbeiten uns da so langsam an, wie wir es denn machen. Jetzt zeige ich euch das Ganze erstmal, wie es auf dem Bildschirm aussieht. Ja, wie ihr jetzt seht, die Kette ist wirklich im Vordergrund, das Schiff ist im Hintergrund. Ich bin bei Blende 8, ISO 100 und liege bei einem Hundertstel Belichtung. Genau das werde ich jetzt auch erstmal machen, dieses Foto. Ich werde ein Fotostacking nehmen, das heißt, ich werde auf die Kette mal scharf stellen und dann hinten auf das Schiff. Wahrscheinlich werde ich drei Bilder nehmen und das danach im Photoshop zusammenfügen. Das wird meine erste Einstellung sein und dann gucke ich mal, dann mache ich vielleicht mal was mit einem Polfilter, um die Spiegelung von dem Wasser ein bisschen rauszukriegen. Ja, ich habe das jetzt gemacht, also einmal von unten, dann habe ich das mal umgebaut
und habe meine Kamera ein bisschen höher gesetzt, dass ich den Blick mehr von oben auf die Kette kriege und das Schiff im Hintergrund habe. Allerdings kriege ich mit dem 24 mm das Ganze nicht mehr im Querformat hin, sondern muss ins Hochformat gehen. Ich muss allerdings sagen, es gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Die führende Linie von der Kette auf das Schiff ist noch klarer zu sehen und ja, ich fand es eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt nochmal weiter umbauen und werde mir das 14 mm von Samyang nehmen und ja, mal gucken, wie die Fotos damit werden. Ich hatte jetzt umgebaut auf das 14 mm, habe das 14 mm mal in der Höhe gehabt und von oben auf die Kette drauf mit dem Schiff im Hintergrund und habe dann so nach und nach immer weiter abgesenkt, bis ich zu der ganz flachen Position kam. Und ich blende euch nachher alle Bilder nacheinander ein. Ich habe jeweils ein Fokusdeckel genommen. Ansonsten komme ich aber mit der Tiefenschärfe nicht hin, auch wenn 14 mm bei Blende 8 einen riesengroßen Bereich hat, ISO 100, aber nichtsdestotrotz ist es, ja, mit der Schärfe kommt man nicht ganz hin. Also werde ich dann, oder habe ich ein Fokusdeckel draus gemacht. Die Bilder, wie gesagt, die kommen nachher. Ich werde jetzt hier mal zusammenpacken, gehe zurück. Vorne auf dem Ufer ist auch noch eine schöne Kette, die ebenfalls zu dem Schiff hinführt. Und im Hintergrund ist gerade der Himmel so ein bisschen, ja, nett, könnte man fast sagen, obwohl nett klingt immer so langweilig. Aber den kann man, glaube ich, relativ dramatisch herausarbeiten. Das werde ich dann nachher mal probieren. Wie gesagt, ich nehme jetzt meinen Krempel hier mit und gehe vorne hin. Ich nehme euch natürlich mit. Standpunkt, den ich gerade angeschrieben habe, da war ich noch da vorne. Hier ist diese Kette und diese Kette, die liegt hier so ein bisschen im Rahmen und der Rest, der geht ins Wasser rein. Nicht ganz, aber ein gutes Stückchen ins Wasser rein. Und ich werde meine Kamera jetzt genau hier vor aufbauen und versuchen, das Ganze nochmal mit dem, ja, 14 mm, vielleicht nehme ich nachher sogar mal 24 oder sogar 50 mm, um vielleicht noch ein bisschen näher an das Schiff ranzukommen, weil ansonsten verliere ich einfach mein Objekt und das Objekt soll ja das Schiff sein und nicht die Kette. Ich möchte die Kette ja nur als führende Linie verwenden. Also ich stelle das jetzt hier mal so hin und dann richte ich das Ganze aus und zeige euch dann, wie es aussieht. So, ich habe jetzt das 14 mm hier ausgerichtet, 1/100 Blende 8, ISO 100 und werde da mal einige Aufnahmen machen als Fokusdecking. Ihr seht, ich bin jetzt in dem, ja, fast unendlich Bereich und werde diese Fotos dann danach zusammenfügen. Ich mache also jetzt drei Aufnahmen und diese drei Aufnahmen packe ich danach zusammen. Mit der Kette, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich bin mir nur nicht sicher, ob mir das mit dem Schiff so gefällt. Der Busch hier an der Seite, der grenzt mir das so ein bisschen ein. Die Krippe führt nach hinten. Ja, mal gucken. Vielleicht ändere ich auch noch ein bisschen was. Mal sehen, wie ich es mache. Ja, auf jeden Fall werde ich nachher nochmal das Objektiv ändern und eine andere Brennweite nehmen.
So, meine Bilder, die sind jetzt alle im Fotoapparat. Ich habe jetzt alles fertig in verschiedenen Brennweiten hier mit der Kette nochmal zum Schiff. Wie ihr seht, ich habe nachher sogar meine Kamera nochmal richtig hochgestellt, habe auch nur das Schiff fotografiert in verschiedenen Variationen. Diese Bilder, die kommen natürlich alle rein. Und natürlich als Bonus kommt natürlich auch noch Bilder rein, die ich gestern Abend gemacht habe. Ich war gestern Abend schon mal hier und habe Fotos gemacht, allerdings war das so knapp vor dem Regen. Und das war alles ein bisschen hektisch. Und zum Fotografieren braucht man einfach Ruhe. Die hatte ich gestern Abend nicht, deshalb habe ich mich entschieden, heute früh nochmal herzufahren. Vom Licht her gefällt es mir heute fast ein bisschen besser. Aber ihr werdet selber sehen, wie gesagt, ich blende euch alle Bilder ein. Jetzt im Anschluss daran kommen die alle nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir kurz eine E-Mail und sagt, warum es euch nicht gefallen hat, weil dann kann ich was ändern. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, euch mitzunehmen hier in Monheim zu meiner kurzen Fototour zu dem Altschocker. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder am Mittwoch, wie immer um 7. Euer Ingo.